Der Otter ist eine Unterfamilie der Marder. Es gibt 13 Arten, die zum Teil vom Aussterben bedroht sind. Ihr solltet wissen, dass die Gefangennahme verboten ist und man mit Geldstrafen und anderen Strafen zu rechnen hat. In diesem Tierisch-Schlau-Video erklären wir, warum der Otter kein geeignetes Haustier ist und was zu tun ist, wenn ihr einen findet. Der Fischotter lebt in allen Teilen Europas, aber auch in der Arktis, in Nordafrika und in Teilen Asiens. Mitte des 20. Jahrhunderts verschwand ein Großteil aufgrund von Jagd, Nahrungsmittelknappheit, der Zerstörung der Lebensräume und der Umweltverschmutzung. Alle Otter, mit Ausnahme des Seeotters, leben in Flüssen, Seen oder anderen Küstengebieten mit klarem Wasser und umliegender Vegetation. Sie ernähren sich fast ausschließlich von Wassertieren wie Fischen, Krebstieren oder Amphibien. Sie sind Einzelgänger. Und davon machen sie nur eine Ausnahme, wenn es Zeit für die Fortpflanzung ist oder es um die Aufzucht der Jungtiere geht. In Ländern wie Japan und Argentinien gibt es einen wachsenden Trend, Otter als Haustiere zu halten. Sie mögen als friedliche und handhabbare Tiere erscheinen, doch ihre Niedlichkeit täuscht nur über die Tatsache hinweg, dass es sich um wilde Tiere handelt, die nie einen Prozess der Domestizierung durchlaufen haben. Die Leute kaufen sie normalerweise illegal, wenn sie noch Jungtiere sind. Dabei sollten Otterwelpen mindestens 18 Monate bei ihrer Mutter bleiben, um notwendige Verhaltensweisen zu erlernen. Außerdem können Otter bei Hitze sehr aggressiv werden. Und die Tatsache, dass sie Einzelgänger sind, ist ein weiterer Grund, warum sie sich nicht als Haustiere eignen. Darüber hinaus bieten unsere Häuser keinen Raum, um ihr natürliches Verhalten zu verwirklichen. Wenn ihr einen erwachsenen Otter findet und glaubt, dass er schwer verletzt ist oder tierärztliche Hilfe benötigt, solltet ihr ihn aus der Ferne beobachten, während ihr die örtliche Wildtierbehörde anruft. Versucht nicht, ihn zu fangen, da er angreifen und als Säugetier Infektionen oder Parasiten übertragen kann. Wenn ihr einen jungen Otter findet, der unter keinen Umständen alleine überleben könnte, könnt ihr ihn in einen ausreichend großen Karton legen und mit einer Decke vor Kälte schützen. Während ihr das Jungtier in eine spezielle Wildtier-Reha-Einrichtung bringt, solltet ihr nicht vergessen, den Förster zu informieren. Alle Otterarten sind im Anhang 1 des CITES-Abkommens aufgeführt. Dies bedeutet, dass ihr Fang oder der Handel in jedem Land der Welt verboten ist. Die Gefangennahme dieser Arten ist nur aus wissenschaftlichen Gründen, zum Studium der aktuellen Population oder zur Rückführung in ihre natürliche Umwelt gestattet. Der Otter ist aufgrund seines möglichen Aussterbens ebenfalls im Berner Abkommen enthalten. Aus diesen Gründen und weil der Otter einfach kein Haustier ist, solltet ihr ihn auch nicht als solches halten. Jetzt wisst ihr, dass es nicht richtig ist, Otter und andere wilde Tiere in Gefangenschaft zu halten. Habt ihr mit Ottern Erfahrung gemacht? Wenn ja, lasst es uns in den Kommentaren wissen. Vergesst nicht, uns ein Like zu geben und den Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal!